Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Der Antrag legt den Finger in die Wunde und macht deutlich, wo die rot-roten Missstände liegen. Wie Herr Hoffmann es gerade erzählt hatte, hatten auch wir bereits im April diesen Jahres einen Antrag, was die Ausfallstunden angeht, eingereicht. Den haben wir hier diskutiert. Der Antrag lautete, dass Vertretungsstunden an Brandenburgs Schulen nach fachlicher Adäquanz erfasst werden sollten. Das Wort Adäquanz brachte dann schon Frau Kurs zum Stolpern. Die musste nicht erst mal googeln, was das Wort Adäquanz überhaupt bedeutet. Leider mussten wir feststellen, dass Google leider auch gar nicht alle Definitionen darstellt. Dazu brauche ich dann aber auch nichts weiter zu sagen. Frau Kurs, Sie fragten, was bringt es denn, wenn Ausfallstunden aufgelistet werden? Das bringt für Eltern wahrscheinlich auch die Konsequenz, dass sie ihren Kindern nachmittags privaten Unterricht ermöglichen, wenn die Stunden zu oft ausfallen. Und es gibt einige Eltern, die ihren Kindern Privatunterricht nachmittags geben lassen. Bürokratiemonster, genau diesen Vorwurf haben wir im April auch schon gehört. Auch kein neues Argument. Darüber haben wir damals auch schon gesprochen, dass es in der Regel überhaupt gar nicht zu einem Bürokratiemonster führen würde. Herrn Hoffmann muss ich zustimmen. Wir müssen uns natürlich alle dafür einsetzen, dass mehr Unterricht stattfindet als ausfällt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das steht ja auch hier gar nicht zur Debatte. Aber trotzdem fragen wir uns doch, wie kann es denn sein, dass in einem so entwickelten Industrieland wie Brandenburg, das nennenswert so viele Ausfallstunden vorliegen? Wie kann es denn sein? Woher kommt denn diese eklatante Soll-Ist-Abweichung, die jedem Controller eines Landes das Wasser in die Augen treiben würde? Wo bleibt der Einsatz der Landesregierung für Planungssicherheit, Verlässlichkeit und Stabilität in der Bildungspolitik? Stabilität und Verlässlichkeit sind nun mal die Erfolgsfaktoren. Das sehen wir auch an anderen Bundesländern. Sie sind auch aufgrund der verlässlichen Rahmenbedingungen auf den vorderen Plätzen. Und Brandenburg ist leider noch bei den Schlusslichtern beim Bildungsniveau und den Abschlüssen im Vergleich mit allen anderen Ländern. Ausfallstunden sind Ausfallstunden, egal ob stattdessen andere Fächer unterrichtet werden. Wenn nicht alle Ausfallstunden von der Statistik erfasst werden, wird die Realität verzerrt. Aber wir sehen auch anhand der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, dass unter Rot-Rot Statistiken geschönt werden. In diesem Sinne kann der vorliegende Antrag Transparenz schaffen, insbesondere auch für die Eltern, und diese ist dringend notwendig. Und noch ein langfristiger Aspekt bei den Ausfallstunden. Sie geben den Schülern den Eindruck, dass die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, ihre eigenen Vorgaben einzuhalten. Darum geht's doch. Sie vermitteln den Heranwachsenden unterschwellig eine Beliebigkeit bei der Erledigung der gestellten Aufgaben. Sie suggerieren, dass die Wissensvermittlung vielleicht doch nicht den hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Dass es notwendig ist, den Unterrichtsausfall, wie im Antrag beschrieben, darzustellen, ist ein Armutszeugnis. Statt sich an neuen Strukturen zu versuchen, sollte doch innerhalb der alten Strukturen erstmal deren Potenzial ausgeschöpft werden. Und die im Lehrplan und mit Lehrstoff eingeplanten Stunden sollten auch unterrichtet werden. Wir hoffen für die Zukunft, sollte so ein Formblatt heute zugestimmt werden, dass das Formblatt zum Unterrichtsausfall blütenweiß bliebe. Es könnte als Ansporn dienen, die Missstände abzubauen. Es würde die Eindringlichkeit unterstreichen, mit der an diesem Thema gearbeitet werden muss. Und daher wird unsere Fraktion heute diesem Antrag zustimmen. Dankeschön.